Pass auf! Gelb! Rot! Power! Ja, hallo YouTube, Schanski am Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar bei jedem Update in Fortnite ist es so, dass extrem viele neue Sachen auf die Server aufgespielt werden. Und bei der Season 5 waren es natürlich extrem viele. Ich glaube, ich habe insgesamt ein Update auf der PlayStation 4 von 5 GB gedownloadet. Und bei diesen Daten sind auch extrem viele neue Sachen dabei, die wir aber erst in den nächsten Wochen erwarten und wie veröffentlicht werden. Und da sind ein paar echte Leckerbisse mit dabei, die ich euch heute in diesem Video zeigen werde. Und hier unten rennt auch schon der erste Paulberger rum. Erster Kill in Paradise Palm. Ich muss sagen, diese Stadt ist wirklich richtig geil. Ist jetzt erstmal für die nächsten 2 Wochen das neue Tilted Towers. Bruder, muss los. Oh, der hat's richtig eilig gehabt. Wo wolltest du hin? Solltest du mal lieber einen Battle Pass holen? Bei den geilen Skins, die gerade da drin sind. Ja, hier geht wirklich die Post ab. Also es ist gar keine Seltenheit, dass du hier wirklich mit über 10 Kills rausgehst, weil hier einfach jeder landet. Und ich muss auch einfach sagen, es wurde eine sehr, sehr gute Dynamik gefunden, weil man jetzt die neuen Portale hat und die neuen Golfkarts, mit denen man wirklich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Blaubrille! Wo holst du denn auf einmal den Schaden her? Ich dachte, der wäre One-Hit die ganze Zeit gewesen, deswegen habe ich so gepusht. Holy moly, das war ja der Terminator 3.0. Übrigens will ich euch nochmal daran erinnern, Leute, ist gerade ein Gewinnspiel noch am Laufen. 20.000 V-Bucks werde ich insgesamt verlosen unter allen Abonnenten. Also Leute, dafür müsst ihr einfach etwas in die Kommentare reinschreiben und natürlich könnt ihr auch gerne ein Like da lassen, würde mich natürlich auch sehr drüber freuen. Das werde ich heute Abend machen und werde dann die Gewinner morgen anschreiben. Ihr habt nur heute die Chance zur Season 5 als kleines, dass ihr durchstarten könnt. Ihr wisst Bescheid, ne? So, und ich muss sagen, ja, wie gesagt, allgemein die ganzen Orte, das haben sie perfekt gelöst. Also ich muss wirklich sagen, clevere Leute. Man kann jetzt einfach, egal wo man ist, sehr, sehr schnell zur Mitte der Karte moven und hat dementsprechend sehr heftiges Movement. Und dadurch wird sich allgemein die Karte viel lebendiger fühlen. Und ich glaube, sogar im Solo werden wir es jetzt selten haben, dass es mal Zeiten gibt, wo gar nichts passiert. Oh, gib mir mal Tränke, Bruder. Weil einfach die Leute wirklich jetzt... das breit gefächerte Map-Angebot, sagen wir jetzt mal, nutzen werden. Okay, hier ist noch irgendwo einer. Ich habe gerade einen bauen gehört. Ach, der Funky Commando. Ich mag diesen Skin gar nicht. Der gefällt mir null, Bruder. So, wir haben mal kurz nachladen. Bruder, ich habe die SMG, ich habe die blaue Schallgedämpfte. Disco, Disco! Das passt ja zu dem Paulberger. Ach so, deswegen hat er hier einen auf Sneaky gemacht. Weil der auch kein Leben mehr hatte. So, wir werden uns mal hier wenigstens das Medkit drücken. Und ich hoffe, dass die hier mir hier nicht mit dem mit dem Golfkart abhauen. Weil ich will unbedingt, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr es selber auch schon mal getestet, mit dem Golfkart durch ein Portal zu fahren. Das ist der Hit, Bruder. Das macht so viel Bock. Das ist extrem. So. Hier haben wir auf jeden Fall einen Nicester. Mittlerweile brauchst du ja gar keine Pumpgun mehr für den Nahkampf. Überflüssig. Und da hinten habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Remi... Ach, hier ist schon der Nächste. Ah! Junge, was willst du denn machen? Ach, da konntest du leider nichts machen. Tut mir leid, aber wenigstens hast du hier noch einen Trank. Habe ich doch gesehen. Ist hier noch einer? Irgendwas habe ich gerade noch gehört. Ich glaube, irgendeiner rennt hier noch rum. Sima startet schon mal ordentlich. Ich muss auch sagen, mit Ressourcen gefällt es mir auch ganz gut. Du hast ja einige Bäume, viele Büsche, die dann natürlich nochmal sehr viel Sachen bringen. Und ich bin einfach mal gespannt, wie das dann auch mit den High Kill Rounds in den nächsten Tagen aussieht, wie sich das einfach so verteilt. Ich denke mal so, dass man zum Anfang nicht mal diese krassen Starter von 11, 12 Kills hat, sondern dass sich das wirklich über die ganze Runde verteilt und dass das halt die ganze Zeit spannend ist. Und da haben wir sogar noch ein Auto. Nice. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich werde euch das mal zeigen. Und zwar, ihr müsst driften. Und wenn ihr driftet... Komm, wir fahren... aber ich weiß nicht, ob ich hiermit noch driften soll. Oder das Ding sieht mir ganz schön... Oh mein Gott, das Ding ist quasi kaputt. Ich habe das Gefühl, wenn ich damit irgendwo gegendrifte, dass das Ding auseinanderfällt. Ach du, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man drinnen sitzt und die Kiste explodiert. Aber guckt euch das einfach an, diese
dieses Auto ist mega schnell, ne? Und du kommst halt einfach von A nach B übertrieben easy. So, warte mal, wir gucken mal. Jetzt hier. Zack, pass auf! Gelb, Rot, Power! Boom, da habt ihr wirklich den Ultra-Nitro-Boost. Das ist nicht mehr normal. So, jetzt durch... Nein, ey! Ey! Das ist aber nicht nett. So, jetzt pass auf. Das wird... Oh mein Gott, ist das eklig. Das ist zu krass, sag ich dir direkt. Tja, Bruder. Ich sag dir so, wie es ist. Du solltest dir zuerst zweimal überlegen, wem du hier ärgerst. Jetzt hat er mir mein Golfkart kaputt gemacht. Mann! Manometer tut das weh. Aber jetzt, guck dir das an, einfach mit diesen Portalen, Leute. Wir können einfach zur Mitte der Karte springen. Wir können quasi über die halbe Karte fliegen. Das ist so geil gemacht. Jetzt kann man hier natürlich erstmal gucken, wo die ganzen Gegner sind. Aber dementsprechend kann man sich jetzt wirklich, egal wo man ist, nicht mehr so sicher fühlen. Weil von überall können die Leute auf einmal herkommen. Weil hier scheint gerade Tote Hose zu sein. Okay, dann werden wir mal nach Dusty Depot gehen und ein paar Pilze sneaken. Dass wir vielleicht noch ein bisschen Leben bekommen. Und ich würde mal sagen, ich blende euch hier unten die neuen Skins ein, die uns in den nächsten Wochen erwarten. Da sind einige sehr, sehr geile Skins dabei. Ich muss sagen, ich blende mal direkt hier zuerst den Wikinger-Skin ein. Und dieser Wikinger-Skin gefällt mir wirklich sehr gut. Der erinnert mich hier auch so ein bisschen an diesen Ragnarök. Übrigens, ich wollte noch eine kleine Abstimmung reinmachen. Mich würde mal interessieren, Leute, welchen Skin ihr besser findet. Diesen Drift-Skin, also diese chinesische Katze, die quasi dann voll aufgerüstet ist. Oder der Ragnarök voll aufgerüstet. Also welcher Skin gefällt euch insgesamt besser? Wichtig hierbei, Leute, ich meine damit, welcher Skin dann quasi im Endlevel, also wenn alle Gegenstände freigeschaltet sind, besser aussieht. Würde mich mal interessieren. Also im Teamspeak bei mir hier gehen die Meinungen so ein bisschen, ja, querbeet ein. Ich finde zum Beispiel diesen Ragnarök geil. Dann gibt es auch sehr, sehr viele, die sagen, okay, dieser Ragnarök ist nicht so mein Fall. Ich finde eher diesen Drift-Skin besser. Ist wahrscheinlich eh Geschmackssache. Weil dieser Drift-Skin ist natürlich auch mega... Aha. Geil, aber... Oh! Auf dieser Distanz tut das natürlich nichts zur Sache. Ihr seht auch schon, wir hatten hier direkt, ohne jetzt große Langeweile zu haben, schon direkt den nächsten Gegnerkontakt. Und hier müsste eigentlich, wenn er nicht einfach dumm in die Luft rumgeschossen hat, auch noch einer sein. Und ich muss sagen, der Wikinger gefällt mir am besten. Dann gibt es hier noch diesen... Oh, shit. Schwieriger Hase, Bruder. Aber der wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit campen, sodass ich ihn wieder pushen muss. Aber gut, wir haben High Ground. Sieht ganz gut aus. Also ich verstehe nicht, wie man jemanden so pushen will. Das ist der optimalste Winkel von mir hier aus, um auf den zu schießen, ne? So, ich komme jetzt. Huch! Huch! Alter! Ja, die Maschinenpistole ist halt übertrieben brutal, ne? Damit zwei Headshots, Bruder, dann kannst du... Das ist teilweise wirklich Luck gewesen, dass wir hier auch den 48er eben gegeben haben. Haben wir halt ein bisschen mehr Glück gehabt. Raketenwerfer, natürlich! So, dann werden wir mal zurück hier nach Dusty gehen. Schade, ich hätte hier gerne noch so ein kleines Golfkart, mit dem ich rumballern könnte. Ich frage mich auch, welche Leute jetzt wirklich noch den Einkaufswagen nutzen. Was ich noch sagen wollte, hier, welcher Skin? Ich habe die hier nämlich offen. Dieser High-Skin, den finde ich auch ganz lustig. Also, er sieht ganz cool aus. Muss mal gucken, wie er dann im Endeffekt im Real aussieht. Aber so wirkt er für mich ganz anders. Die anderen Skins sind eher ziemlich schlicht gehalten, muss ich sagen.
Besonders auch einige, ich habe auch schon einige Nachrichten bekommen, die sind gar nicht mit dem Battle Pass zufrieden. Man muss halt wirklich sagen, es sind drei sehr unspektakuläre Skins mit reingekommen, aber dafür meiner Meinung nach auch zwei sehr, sehr gute. Also hält sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ins Gleichgewicht und für mich lohnt sich im Allgemeinen sowieso der Battle Pass, weil man ja auch noch diesen geheimen Skin sich freischalten kann über die Herausforderung. Und hier geht auch schon wieder die Post ab in Dusty Depot. Ist mir auch aufgefallen durch den Stern da oben. Beziehungsweise durch den Sturmblitz. Ist ja auch immer sehr viel los. Nee, 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 nee. Aha. Okay, wenigstens haben wir jetzt Tränke. Das ist ja schon mal wenigstens Erfolgserlebnis. So, gib mir hier noch das Medkit auf Safe, gehen wir. Dann hat er noch die Heavy Shotgun. Ich werde wahrscheinlich so ein bisschen in Zukunft die Double Heavy Shotgun vermissen. Das war ja wirklich so die Non-Plus-Ultra-Pumpgun-Kombination, die man gespielt hat. Aber kannst du jetzt auch nicht mehr, dank dem Pumpgun-Nerf. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Pumpgun-Nerf bin ich auf jeden Fall zufrieden, ist in Ordnung, macht einfach noch ein bisschen mehr Abwechslung in das Spielgeschehen rein, weil sonst hat jeder Double Pump gespielt und irgendwie nie jemand was anderes, aber jetzt so mittlerweile variieren die Kombinationen halt zwischen Schallgedämpfter, Sturmgewehr, Drumgun, das ist wirklich äußerst interessant. So, vielleicht sind hier noch einige Pilze, die wir wegsneaken können, obwohl ich Angst hätte, dass hier von links oben einer kommt. Auch das Depot gefällt mir sehr gut mit der Vegetation. Man hat jetzt einfach, dieser Ort ist deutlich interessanter geworden, weil, es ist gar nicht mehr so einfach, von oben reinzuschießen, weil halt die ganzen Bäume, die hier sind, das Feld relativ auf Nahkampf beschränkt. Und gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin nur mal gespannt, ob das hier auch vielleicht aufgeschüttet wird mit Sand oder ob das jetzt hier einfach so eine, ja, verlassene Forschungsstation bleibt und die Bäume machen, was sie wollen. Würde mich wirklich mal interessieren, aber das werden wir dann in den kommenden Wochen eher erfahren, da ja die Karte sich jederzeit weiterentwickelt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass im Hintergrund, obwohl Epic Games das ja selbst verneint hat, dass trotzdem vielleicht an eine komplett neue Karte gearbeitet wird. Weil jetzt ist es halt so, jetzt sind die, das sehe ich halt immer das Problem. Ach, da hinten fährt jemand mit dem Shopping-Cart rum. Ich sehe halt immer das Problem bei solchen Map-Updates, dass halt immer, es gibt immer kurze Zeit diese Hotspots und man muss einfach abwarten, wie die Wochen, wie sich über die Wochen das Ganze verläuft. Ich würde mich freuen, wenn ich hier so ein Portal finde. Mich würde auch mal interessieren, ob diese Portals wirklich random spawnen oder ob die immer an der gleichen Stelle sind. Weil ich glaube, weil in der letzten Runde war hier auch eins gewesen. Ich glaube, die spawnen einfach random. Also der da vorne gibt richtig Power. Bruder, mach nicht so schnell. Komm nicht hinterher. Hm. Das Ding ist halt... So einfach können wir den gar nicht verfolgen, weil er deutlich schneller ist wie wir. Ich denke mal, da oben wird noch einer sein. Und dann ja mit dem Shoppingkarten, dann wird es ja auch das gewesen sein. Aber man sieht halt echt... Oh. Oh, hier kommt noch einer, der mit dem Kart kommt. Boah, das Teil ist aber auch laut, ne? Das heißt, du hörst du wirklich über die halbe Karte. Und das sniped auch einer. Die werden jetzt wahrscheinlich gegeneinander fighten. Bruder, wenn du hier mit der Thermalwaffe auf mich schießt, du aller Paulberger, ja? Dann gebe ich dir einen kleinen Tipp. Der musst du auch treffen. Und besonders auf der Distanz, wo der mich gechallenged hat. Total sinnlos. Ja, da vorne müsste der sein. Aha! Hallo! Ich hol mir gleich das Kart, Freunde. Dann ballern wir damit ein bisschen rum. Aber erstmal die Nervensäge. Noch einer. Wir haben High Ground, das ist schon mal gut. Aber es sind jetzt gerade zwei Leute hier.
Und ich will beide Kills haben. So, der andere müsste unten sein. Das war nochmal ein schöner Jumpy gewesen. Hier haben wir hier nochmal gezeigt, wer der Boss ist. So, gehen wir hier die Bounce Pads. Dings, Dings, Dings. Hä? War hier nicht irgendwo das Dings-Card? Habe ich das kaputt gemacht aus Versehen? Oh, Mist! Ich wollte nämlich unbedingt mal jemanden probieren zu überfahren. Das ist natürlich ärgerlich. Kommt hier noch einer? Woo! Ist auch lustig, obwohl ich habe das Gefühl, dass es noch ein bisschen verbuggt mit den Bällen. Besonders in der Spawn-Lobby ist das ziemlich verbuggt. Das mit den Spielbällen. Aber es ist auch eine kleine lustige. Ich hab mir das irgendwie anders, zuerst ein bisschen anders vorgestellt. Hab ja gedacht, so, okay, dann wird ja gar keiner mehr richtig zocken, denn wenn die alle nur noch Golf spielen. Aber jetzt, so wie sie es reingebracht haben, finde ich es genau richtig. So dass sich die Leute natürlich trotzdem noch auf die Battle Royale Runden fokussieren und mal ab und zu mal ein bisschen Spaß mit reinbringen. Das geht schon. Ich denke mal, da vorne im Tower wird einer sein. Campen, dann ist es schon mal Nummer 15 und dann werden wir eine schöne 16er Round holen. Ich finde auch besonders den neuen Winner-Screen, finde ich sehr geil. So, das ist auch der nächste. Ah, zu weit weg, Bruder. Wenn wir die einfach pushen, ich hoffe nur, dass der Typ mich da links gleich nicht auf die Nerven geht. Und uns versucht zu snipen oder so. Sehe ich schon kommen, nämlich. Da siehst du, da snipet der mich schon. Oh, easy. Da snipet der nämlich schon wieder los. So, Freund Blase, du bist der Letzte. Wenn wir hier noch den letzten Loot mitnehmen. Nee, die goldene, bitteschön. Komm, ich will mal irgendwas Cooles machen. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ja, okay. Ja, der hat nicht mal mehr Schild. Der hat sehr wenig Leben. Auch sehr gut, muss ich sagen, finde ich, dass sie jetzt das Auto-Aim von der Hunting Rifle weggemacht hat. Weil das Auto-Aim, finde ich, hat einfach immer gestört auf der PS4 bei der Hunting Rifle und die habe ich sehr, sehr ungern deswegen gespielt. Jetzt kann man sie sehr gut spielen. Boah, diese Zeitlupe ist auch richtig geil. Epischer Sieg. Woo. Basketball, Basketball. Chuck. Und Wischer, 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 Wischer. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, Freunde. Denkt dran, nehmt an die Verlosung noch teil. Insgesamt 20.000 V-Bucks werden verlost, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war auch erst das dritte Video und das letzte für heute. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Gibt es neue Informationen zu Season 5, weil es gibt noch sehr, sehr viel, was ich euch zeigen muss. Haut da rein, guckt da hin. Standard zu dem doppelten Skill ist...